Immer wieder höre und lese ich von feindlichen Übernahmeversuchen. Da gibt es Schlagzeilen, dass das Unternehmen XY ein anderes übernehmen möchte. Und zwar feindlich. Und dieser Begriff feindliche Übernahme, der ja aus dem Militär kommt letztlich, der soll bewusst bestimmte Bilder in den Köpfen erzeugen. Da entstehen natürlich Bilder von Angreifern, die eine Festung einnehmen wollen. Und die armen Verteidiger, die haben praktisch keine Chance, die kämpfen um ihr Leben und werden von diesen bösen Angreifern möglicherweise überrannt und verlieren ihre Burg, möglicherweise sogar ihr Leben. Ganz so schlimm ist es in der heutigen Zeit natürlich nicht mehr. Aber dieser Begriff, der soll schon solche Bilder und Eindrücke in den Köpfen von Aktionären und von ganz normalen Menschen erzeugen. Dieser Übernahmeversuch, der soll abgewehrt werden. Da steckt letztlich dahinter. Aber Vorsicht! Feindliche Übernahmen gibt es in Wirklichkeit gar nicht. Was ist denn eine feindliche Übernahme? Zunächst einmal, Übernahme bedeutet, dass ein Unternehmen ein anderes gern übernehmen möchte. Und dazu bietet es den Aktionären einen bestimmten Preis für ihre Aktien an, wenn es Aktiengesellschaften sind. Und dann können die Aktionäre entscheiden, ob sie kaufen, ob sie verkaufen wollen oder nicht. Und das Management bekommt in der Regel ein förmliches Übernahmeangebot und gibt dazu, so ist es auch rechtlich geregelt, eine Stellungnahme ab. Und in dieser Stellungnahme soll eben das Management neutral den Aktionären eine Empfehlung abgeben, ob es Sinn macht, aus Sicht des Managements, neutral, wohlgemerkt, dieses Übernahmeangebot anzunehmen oder nicht. Und natürlich streben die meisten übernehmenden Unternehmen an, dass es zu einer Einigkeit kommt. Sie klopfen schon im Voraus ab, ob das Management für diese Übernahme geneigt ist, ob es zustimmen würde, zu welchem Preis möglicherweise. Und so soll eine Übernahme eben vollkommen friedlich in gegenseitigem Einvernehmen ablaufen, weil dann das übernehmende Unternehmen den Vorteil hat, dass es ein Unternehmen übernimmt, das übernommen werden wollte. Und so alles im Einklang sich vollzieht und damit das übernehmende Unternehmen natürlich viel einfacher und besser integrieren kann, friedlich sozusagen. Dann haben alle einen Vorteil. Ja, aber jetzt kommt es eben auch manchmal dazu, dass das Management des übernehmenden Unternehmens zu einem anderen Urteil kommt. Das ist also, sagt, dieses Übernahmeangebot ist nicht im Interesse unserer Aktionäre, warum auch immer, weil es der Meinung ist, dass beispielsweise das Unternehmen von sich aus besser entwickelt werden kann. Dass dies das Interesse des übernehmenden Unternehmens nicht im Sinne der Aktionäre ist, weil es da keine gute Zukunft hätte, weil es da ausgeschlachtet wird, weil da die Strategie, die das Management für das Unternehmen entworfen hat, nicht fortgeführt wird. Tja, oder es kommt zu dem Schluss, dass der Preis für die Aktionäre viel zu niedrig ist, nicht den tatsächlichen Wert eines Unternehmens widerspiegelt. So, und jetzt kommt der Punkt. Wenn also das Management des übernehmenden Unternehmens zum Schluss kommt, dass dieses Übernahmeangebot für die eigenen Aktionäre nicht von Vorteil ist, dann gibt es eine entsprechende Stellungnahme, dass also die Aktionäre eine Empfehlung, dass also die Aktionäre dieses Übernahmeangebot nicht annehmen sollen. Und dann, wenn also das Management dieser Meinung ist, spricht man von einer feindlichen Übernahme, wenn das
übernahmewillige Unternehmen trotzdem bei dem Versuch weitermacht, das Unternehmen zu übernehmen, weil es dann möglicherweise den Preis erhöht oder andere Vorteile verspricht, dass Arbeitsplätze übernommen werden, dass die Strategie so weiterverfolgt wird, dass das Management ihre Vorstandsposten behält, was auch immer, aber sobald eben das zu übernehmende Unternehmen, das Management dieses Unternehmens eine Empfehlung abgibt, dass die Aktionäre nicht annehmen sollen, dann spricht man von einem feindlichen Übernahmeangebot. Tja, in Wirklichkeit gibt es keine feindliche Übernahme. In Wirklichkeit entscheiden die Aktionäre, jeder für sich, ob er dieses Übernahmeangebot annimmt oder nicht, ob es zu seinem Vorteil ist oder nicht. Und das ist der Punkt. Das Unternehmen gehört den Aktionären und nicht dem Management. Also lassen Sie sich von diesem Übernahmeangebot nicht verunsichern. Lassen Sie sich auch nicht von der Empfehlung des Managements zu sehr beeinflussen. Bilden Sie sich Ihr eigenes Urteil, ob aus Ihrer Sicht dieses Übernahmeangebot für Sie von Vorteil ist oder eben nicht. Und treffen Sie Ihre eigene Entscheidung. Der große Vorteil ist ja, dass das Unternehmen den Aktionären gehört und dass man diese Aktien nicht so einfach wegnehmen kann, dieses Eigentum. Das ist in Wirklichkeit praktisch genauso sicher wie Grund und Boden oder Häuser. Es gibt nur ganz wenig Ausnahmefälle, dass dem Aktionär seine Aktien genommen werden können. Ein Ausnahmefall ist, wenn ein Unternehmen insolvent wird, also pleite geht. Tja, dann sind die Aktien wertlos, dann ist das Eigentum hinfällig. Oder wenn ein Unternehmen, ein Mehrheitsaktionär, mindestens 90% der Aktien eines Unternehmens hält, dann gibt es in Deutschland die Möglichkeit des Squeeze-Out, dass also die restlichen maximal 10% Minderheitsaktionäre ihre Aktien an den Mehrheitsaktionär abgeben müssen, aber dafür bekommen sie dann eine angemessene Barabfindung. Dieser Squeeze-Out, dieses Recht wurde deshalb eingeführt, weil es sonst für einen Mehrheitsaktionär praktisch unmöglich wäre, alle Aktien einsammeln zu können, weil es in der Vergangenheit, bevor diese Regelung eingeführt wurde, immer renitente Aktionäre gab. Unter Umständen sogar Aktionäre, die sich auf solche spezielle Übernahmeversuche ja ausgerichtet waren und die sich dann erst eingekauft haben und dann damit den Preis für diese restlichen 10% unglaublich in die Höhe treiben wollten, unangemessen hoch treiben wollten. Und das wollte man ausschließen und deshalb eben diese Möglichkeit des Squeeze-Out, aber eben auch nur, wenn der Mehrheitsaktionär schon 90% der Aktien hält und wenn diese mit maximal 10% dann eine angemessene Barabfindung erhalten. Und was angemessen ist, das kann man im Zweifel natürlich auch von einem Gericht überprüfen lassen. Also, Punkt 1, Aktien, das Eigentum an Aktien ist sicher. Das kann einen bis auf wenige Ausnahmen niemand nehmen. Punkt 2, die Aktionäre entscheiden, wann sie verkaufen wollen und zu welchem Preis und nicht das Management. Die Aktionäre sind die Eigentümer. Es gibt keine feindliche Übernahme. Wenn die Aktionäre nicht verkaufen wollen, dann kann das übernahmewillige Unternehmen machen, was es will. Es kommt an die Aktien nicht dran. Und der Aktienverkauf ist bis auf diese wenigen Ausnahmen
immer freiwillig. Lassen Sie sich also von solchen Begriffen, die bewusst geschaffen wurden und bestimmte Bilder in den Köpfen erzeugen sollen, nicht verunsichern. Da haben findige Manager natürlich mitgeholfen, dass nicht zu ihren gegenteiligen Meinungen die Aktionäre trotzdem verkaufen. Sie wollten damit erreichen, dass die Aktionäre nicht verkaufen, weil diese feindliche Übernahme nicht in ihrem Sinne ist. Warum das Management letztlich zu dem Schluss kommt, kann auch ganz andere Gründe haben. Natürlich sollte es oder muss es laut Gesetz objektiv sein, aber da gibt es natürlich viele Spielräume, was objektiv ist. Und letztlich kann auch nur dahinter stehen, dass das Management Angst vor Verlust des eigenen Vorstandsvertrags hat und damit aus den eigenen Erwägungen vorrangig zu diesem Schluss kommt, dass Aktionäre nicht annehmen sollten. Also treffen Sie Ihre eigenen Entscheidungen, lassen Sie sich nicht verrückt machen und immer wenn Sie solche Begriffe hören, denken Sie darüber nach, in Ruhe informieren Sie sich, warum es diese Begriffe gibt und was diese Begriffe möglicherweise für Ursachen haben und was damit abgezielt wird, was damit bewirkt werden soll. Das war's von mir. Meine Stimme ist lädiert, deshalb rede ich auch nicht mehr weiter. Es gäbe natürlich noch einiges zu sagen, aber das Wesentliche, glaube ich, habe ich gesagt. Wenn ich was übersehen habe, schreiben Sie es mir in die Kommentare. Schreiben Sie mir auch Ihre Erfahrungen in die Kommentare, ob Ihnen schon einmal so ein feindliches Übernahmeangebot unterbreitet wurde und wie Sie sich entschieden haben. Wie immer, wenn Ihnen dieses Video trotz der lädierten Stimme gefallen hat, geben Sie mir einen Like. Und ich freue mich immer, wenn Sie das Video weiterverteilen und meinen Kanal abonnieren. Machen Sie es gut, bis zum nächsten Mal.